Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Autoverrückt. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man bei dem Mercedes-Schlüssel das Backcover tauscht und ja, das AMG-Backcover nachrüstet. Genau, also hier haben wir den Schlüssel. Das ist in meinem Fall der Schlüssel von AMW 212, aber der ist ja von ja, allen Mercedes-Modellen identisch. Genau, dann packen wir mal das AMG Cover aus. Wir haben hier so ein Kontrollsiegel. Das schneiden wir mal auf beiden Seiten. So, das Ganze offen, dann haben wir hier so einen Schutz drüber. Okay, hier können wir schon das gute Affalterbach AMG Logo sehen. Das Ganze ist wirklich sicher verpackt. Alles klar. Ah ja, dann haben wir hier schon das Backcover in dem kleinen Drogentütchen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Genau, also hier haben wir die Abdeckung. Das Ganze sieht wirklich erstaunlich gut aus. Ist ja gar nicht mal so teuer. Ich habe euch das Ganze mal verlinkt. Ja, ich denke, das ist mit Sicherheit eine ordentliche Aufwertung. Ja, dann zeige ich euch mal, wie man das Ganze tauscht. Also es fühlt sich auf jeden Fall kühl an. Also das ist kein Plastik, das ist tatsächlich Metall, das Logo. Wir sehen auch hier, haben wir außen einen glänzenden Bereich und innen drin ist das Ganze so ein bisschen matt gearbeitet. Sieht wirklich schön aus. Ja, dann tauschen wir das Ganze mal aus. Also als erstes müssen wir bei unserem Schlüssel den Ersatzschlüssel hier rausziehen. Da muss man ja diesen Hebel zur Seite drücken. Wenn wir den haben, stecken wir den Schlüssel nicht wieder in das normale Loch rein, sondern etwas weiter rechts. Haben wir hier eine Möglichkeit, den Schlüssel einmal reinzustecken, ruhig mit ein bisschen Gewalt. Schwupp. Und das war's schon. Dann fliegt das originale Backcover schon ab. Mehr ist es gar nicht. Genau. Hier haben wir einmal den Vergleich. AMG-Cover und Originales. Ja, also die beiden sind von der Form komplett identisch. Hier haben wir diese Batteriehalterung. Genau, dann nehmen wir jetzt das AMG-Cover und stecken es einfach wieder drauf. Ruhig mit ein bisschen Kraft drücken. Genau. Und das war es auch schon. Das Cover sitzt drauf. Jetzt können wir wieder unseren Ersatzschlüssel einbauen. Und dann haben wir einen G-Schlüssel. So einfach geht das. Und das Ganze macht auf jeden Fall einiges her. Definitiv eine sehr einfache, schnelle Nachrüstung für kleines Geld. Genau. Ja, also ich hoffe, das Video war hilfreich. Wenn ihr euch vielleicht so ein Schlüsselcover zulegen wollt, dann schaut mal in die Beschreibung, da habe ich das Ganze verlinkt. Genau, in dem Sinne, bis zum nächsten Video bei Autoverrückt. Ciao!